ich freue mich sehr, dass Andreas Wiesler, ein Information Security Experte, heute für uns da ist, um da einen Ausblick zu geben, wo sind die Gefahren, was ist hier eigentlich, was kommt da auf uns zu und was sind so die Besonderheiten, wie kann man sich auch schützen? Also ein Thema, das wir an der Fachhochschule Nordwestschweiz sehr stark fokussieren. Du bist bei uns als Dozent, Referent tätig, vor allen Dingen eben für die technologischen Tiefenthemen, wenn es um Information Security, Risk Management geht, aber eben auch das Thema Web Security, Social Media. Was gibt es da für Gefahren, wenn wir uns auf diesen Plattformen bewegen? Und ich denke, dass wir da einiges mitnehmen können. Vielen Dank, Andreas. Merci. Danke. Guten Abend miteinander. Letzter Vortrag von heute zum Thema Gefahren im Internet, im Netz. Ich möchte gleich einen kleinen Comics zeigen. Der war in der Schweizer Familie abgebildet. Dieser bezieht sich auf eine Aussage, die McAfee gemacht hat. McAfee hat gesagt, dass weltweit mit Cyberkriminalität mehr Geld umgesetzt wird, als mit dem weltweiten Drogenhandel. Es muss also wirklich eine unvorstellbar große Zahl hier hinten dran sein. Heute wird Geld verdient im Internet. Ein Tor, wie die Malware zu Ihnen kommt, ist das Web. Malware auf Webseiten. Hier eine sehr aktuelle Statistik von KPMG, die das zeigt, wo kommt die Malware her. Man nennt das auch Drive-By. Drive-By bedeutet, Sie schauen eine Webseite an und mit dem Anschauen der Webseite fangen Sie sich einen Schädling ein. Der manipuliert zum Beispiel Ihre Seitenaufrufe. Sie machen weiterhin Google CH, geht aber nicht mehr zu Google, sondern irgendwo hin. Und so kann ich natürlich auch Schadsoftware nachladen, bei Ihnen auf dem Computer installieren und so weiter nutzen. Hier sieht man sehr schön, woher kommt dann das? Wir haben auf Platz Nummer 1 Blogs. Ja, es gibt so viele Blogbetreiber, die laden eine Software herunter, zum Beispiel WordPress ist sehr beliebt. Einfach allgemein Blogseiten. Da wird eine Software installiert auf dem Server, laufen gelassen und nie mehr gepflegt. Jetzt wird aber eine Schwachstelle bekannt in diesem Blog und die kann dann ausgenutzt werden. Was machen die dann? Platzieren einen Schädling da drauf, Sie gehen weiterhin auf die Blogseite und fangen sich diesen Schädling ein. Was wird dann gemacht? Das sind sogenannte Payloads. Payloads bedeutet, es wird Ihnen eine Schadsoftware untergejubelt. Man sieht hier verschiedene. Einige sind vermutlich bekannt von den Banken. Da wird versucht, die Banktransaktionen umzuleiten. Sie sehen zwar, okay, Transaktion an Mr. Meyer zum Beispiel, steht auf einem Bildschirm, aber es geht irgendwo anders hin. Da wird diese Anzeige manipuliert. Auch wenn Sie eine SMS zur Bestätigung erhalten, steht alles richtig drin, Sie bestätigen das und es geht irgendwo hin, weil dies diese Software umändert. Die ganze Spam-Problematik, je nach Statistik gehen wir von 70-95% der E-Mails im Internet sind Schrott, sind Spam. Und da sieht man ein bisschen, woher das kommt. Das ist jetzt von gestern Abend, aus den letzten 180 Tagen. Großer Teil kommt aus Nordamerika, aber auch Russland ist sehr beliebt, Spanien, Deutschland ist sehr beliebt, Italien, weil es da viele Systeme gibt, die man ausnutzen kann. Ich habe von Malware bei den Webseiten gesprochen. Das geht natürlich auch bei E-Mails. Spam mit bösem Anhang. Auch hier wieder eine Statistik, das ändert immer wieder ein bisschen, gibt immer wieder so Wellen. Vielleicht haben Sie mitbekommen, vor 2 Wochen war Zalando zu einem Mail. Wenn Sie das geöffnet haben, haben Sie sich einen Schädling eingefangen, der noch kein Antivirenprogramm erkannt hat. Aber auch andere Methoden. Welches Antivirenprogramm könnte das sein? Was vermuten Sie? Avira, genau. Ist aber nicht Avira. Es sieht nur so aus wie Avira. Wenn Sie Glück haben, laden Sie sich nur ein Stückchen Schrott herunter.
wenn Sie Pech haben, den Virus. Das kann passieren, wenn Sie sich zum Beispiel vertippen. Avira, schreibt man das jetzt mit W, F, V, und dann landen Sie auf einer nachgebauten Seite. Das hier oben ist das Beispiel von Microsoft. Der Security Essential ist auch nicht diese Webseite, sondern auch eine nachgemachte. Beim Vorbereiten eines Vortrages ist mir das passiert. Plötzlich ging ein Fenster auf. Es hat wild hochgezählt und hat am Schluss behauptet, ich hätte 101 Trojanisches Pferd bei mir auf dem Rechner und 7 bei meinen eigenen Dokumenten. Was macht man in der Panik? Remove all, alle entfernen. Und erst dann hat sich das hier geöffnet und das ist der Schädling. Das ist der Schädling. Also man hat versucht, Angst zu machen. Gut, ich konnte es einfach bemerken. Ich habe ein deutsches Betriebssystem, das ist Englisch. Ich benutze Windows 8 und das sieht aus wie XP. Ja, ein Bekannter von mir hat draufgeklickt, das sieht dann nachher so aus. Man sieht da, schön sauber aufgeräumte Desktop. Und auch hier hat es wild hochgezählt, hat gesagt, so und so viele Schädlinge sind da. Er hat dann auch hier Remove geklickt. Dann ging ein Fenster auf, bitte geben Sie Name, Adresse und Kreditkartennummer ein. Das war der Moment, als er mich angerufen hat und gefragt, soll ich nicht? Habe dann abgeraten. Sie sehen, es ging nichts mehr. Wir mussten sogar das mit dem Fotoapparat abfütteln. Es ging nicht mehr anders. Alles andere war gesperrt. Weiteres Beispiel, vielleicht haben Sie das miterlebt. Sie starten den Rechner und plötzlich steht, Entschuldigung, Zugang zu Ihrem Computer ist gesperrt, weil Sie illegal etwas aus dem Internet geladen haben. Aber Sie haben Glück. Sie können sich von Ihren Sünden freikaufen. Hier, 75 Franken. Gehen Sie zu den SBB, kaufen Sie sich so eine PaySafe-Card, geben den Code ein und Sie sind Ihre Sünden los. Ja, dummerweise, Geld weg, Rechner immer noch offen, also immer noch gesperrt. Nein, das ist gefälscht. Statt Ihre Windows-Seite, Sie stellen den Rechner ein und dann kommt gleich das, kommt nichts anderes, sofort das. Genau, ja, ja. Ja, nein, nein, ist nicht die Visa dahinter. Das Geld ging irgendwo nach Russland. Gleiches Beispiel, auch das hat die Runde gemacht. Diesmal Cybercrime Investigation Department. Gar nicht gewusst, dass die Schweiz das hat. Schweiz. Und ein bisschen teurer, 100 Franken. Ja, die Schreibgebühren sind noch dazugekommen. Ein Virus versucht sich natürlich auch zu verstecken, dass ein Antivirenprogramm das gar nicht findet. Man nennt das sogenannte Rootkits. Ich verstecke mich vor dem Programm, zum Beispiel eben dem Antivirenprogramm, leite die Zugriffe um und sage einfach, da ist nichts. Das könnte zum Beispiel so sein, ein Beispiel. Ich habe den Notepad, habe hier ein spezielles Toolkit, man nennt das das FU-Rootkit, und da sage ich, lass den Notepad verschwinden. Und Sie sehen im zweiten Screenshot, er ist weg. Er läuft aber noch. Sie sehen, er ist immer noch da. Aber für das Betriebssystem, für Windows, ist Notepad nicht mehr da. Und so versucht sich natürlich auch ein Virus zu verstecken. Das ist eine Statistik von einer unabhängigen Stelle, AV-Test. Das sind nicht Simon Tech und Co., die sagen, so und so viele Viren kennen wir. Sondern das sind wirklich solche, die im Internet rumgehen. Und im 2013 waren das 225 neue pro Tag. Also eine stolze Anzahl. Und wir sind heute schon bereits hier, wieder bei einem Drittel. Und so reagieren die Hersteller der Antivirenprogramme. Die geben sogenannte Pattern raus. Also ein Stückchen Software, das genau diesen Virus erkennen soll. Aber eine unabhängige Stelle hat mal geprüft, ja, wie viele Viren erkennen Sie effektiv? Das ist von letzten Jahr, 27. Februar, 5. März. Und Sie sehen da, am 5. März waren 900 Viren, die im Internet rumgingen, die von den Top 5 Antivirenprogrammen nicht erkannt wurden. Ich höre oft, ja, wir sind nicht im Fokus, wir sind eine kleine Firma, an uns hat niemand Interesse.
diese Zeit ist vorbei. Symantec hat das gemacht im Threat Report vom letzten Jahr, haben sie aufgezeigt, ja, wer wird dann angegriffen? Und Sie sehen doch hier 31% von Kleinfirmen, 1 bis 250 Mitarbeiter, waren im Fokus. Man kann nicht mehr sagen, nur große Firmen, nur Banken werden angegriffen. Nein, die haben ihre Hausaufgaben gemacht. Es ist viel zu kompliziert dort. Nehme ich einen kleinen und probiere es dort mal. Ein Thema, das dann gerne gemacht wird, ist Phishing. Also der Versuch, ich will an Ihre Angaben kommen. Ich lasse Sie das mal kurz lesen. Am Schmunzeln sind Sie durch. Ja, vermutlich wird niemand jetzt von Ihnen dem Knaben hier seine Sparbücher mitgeben. Aber genau das ist Phishing, der Versuch, an Angaben von Ihnen zu kommen. Das kann eine E-Mail sein mit mehr oder weniger sinnvollem Inhalt, mit der Bitte, klicken Sie doch da drauf. Das heißt, wir haben hier den bösen Buben, schickt eine E-Mail, sieht vielleicht glaubwürdig aus, Sie klicken drauf. Und jetzt kommen Sie nicht zur echten Webseite, sondern zu einer nachgebauten, zu einer gefälschten. Sie geben Benutzername, Passwort ein. Die gehen zum bösen Buben und er kann in Ruhe das Bankkonto leeren. Na gut, jetzt sagen Sie ja, bei der Bank geht das doch nicht. Ich brauche noch SMS oder bei der Post Finance das gelbe Kästchen oder Sie haben so ein Token, der immer neue Zahlen generiert. Ja, das stimmt. Aber wie sieht es mit PayPal aus? Amazon? Ricardo? Benutzername, Passwort reicht? Vor einigen Jahren war PostFinance Opfer. Die Webseite, die Sie hier im Hintergrund sehen, ist die echte, die richtige. Aber dieses Fenster hier im Vordergrund, das war in Russland zu Hause. Das kam sogar bei uns in der Tagesschau um 7:30 an erster Stelle. Ermöglichte mir noch diesen Screenshot zu machen. Also es war immer noch aktiv. Wenn man hier die Nummern eingegeben hat, dann gingen die entsprechend nach Russland. Gemäß PostFinance haben das rund ein Dutzend Personen gemacht. Die waren dann erstaunt, dass das Konto leer war. Die hatten aber Glück. 05 war das relativ neu, diese Gefahr. Die haben das Geld zurückbekommen. Heute sieht das anders aus. Jetzt kann man sagen, ja, ich erkenne doch Phishing. Das sind die, die so gut deutsch übersetzt sind. Da ist ein Beispiel in gutem Deutsch. Nicht du gehen Webseite, du geben Passwort ein. Auch wenn man es liest, der Grund, ja, es könnte noch sein. Und bis vor einem Jahr sah die Postbank wirklich so aus. Nur die Adresse dort ist postbankservice.com und nicht postbank.de. Wenn man nicht genau schaut, kann es passieren, dass ich dort meine Angaben reinschreibe. Oder ein Beispiel, das habe ich erst kürzlich wieder erhalten. Okay, ganz, ganz plumpes E-Mail, aber ich klicke gern drauf, ich will schauen, was nachher kommt. Das entspricht 1:1 dem Login von PostFinance, wie es auch heute noch aussieht. Oder erinnern Sie sich an die UBS und die Werbung mit den Tafeln, wie wir sie vom Flughafen her kennen? Auch hier ein ähnliches Mail, nicht so gut deutsch übersetzt. Diese Webseite kam und die sieht doch sehr ähnlich aus wie die echte von der UBS. Oder auch hier Amazon, bitte Datenabgleich, klicken Sie hier. Auch hier wieder, man appelliert an Sie, da war irgendwas. Bitte ändern Sie Ihre Login-Angaben, dann sind Sie wieder auf der sicheren Seite. Das Schöne an meinem Beruf ist, ich werde noch bezahlt fürs Einbrechen. Dann versuche ich natürlich herauszufinden, wer arbeitet zum Beispiel in dieser Firma, was machen die Personen. Und eine Möglichkeit ist soziale Medien. Zum Beispiel Facebook, Xing natürlich, da gebe ich den Firmennamen ein, bekomme eine riesen Anzahl von Mitarbeitern. Oder noch interessanter sind die ehemaligen, dann rufe ich an, ja, ich bin der Peter, wir haben doch mal im gleichen Team gearbeitet und versuche so das Vertrauen zu erwecken. Oder hier oben, Yasni. Yasni ist eine Personensuchmaschine.
ich nehme mal mich. Nach ein paar Sekunden, da kommt doch schon einiges daher. Ich habe mich extra nicht groß vorgestellt, aber da Staatsangaben drunter, die stimmen. Ich bin aber nicht einmalig in der Schweiz. Da gibt es noch andere. Da sehen Sie zum Beispiel, was ich für einen Sport mache, gleich zu oberst. Telefonbuch erscheine ich nicht, sind andere. Ich halte sehr viele Vorträge, die finden Sie hier. Sie finden noch meine Diplomarbeit, ist auch schon einige Jahre her. Sie können mein Buch hier bestellen. Martin hat sie leider vergessen, dann bestellen Sie sie bei Amazon. Wenn Sie nicht genug haben, es gibt noch zwei Videos zum Thema IT-Sicherheit, die finden Sie bei YouTube und so weiter. Sie sehen, einmal Name eingegeben, ich habe schon sehr, sehr viele Informationen zusammen. Das durften wir machen für einen Kunden. Wir haben so 144 Adressen gefunden, haben hier eine E-Mail geschickt mit Gedanken, ja, wir haben Partnerschaft mit Firma XY, es geht darum, wir möchten die IT-Sicherheit erhöhen. Dazu haben wir einen Fragebogen zum Thema Passwörter. Geht doch bitte auf diesen Fragebogen. Es gibt auch hier Apple iPad und 15 schön große 8 Gigabyte USB-Sticks zu gewinnen. Bitte klickt drauf. Es kam dann diese Webseite, 1:1 nachgebildet wie die Firmenwebseite. Mit Fragen, ja, wie sicher stellst du dein Passwort ein? Wo verwendest du dein Passwort auch noch? Und in der Mitte gab es einen Balken von rot nach grün. Gib dein Passwort mal ein und schau, wie gut ist es. Und unten dran stand fett, groß, wird nicht gespeichert. Klar wurde es gespeichert. Wir haben sogar jeden Tastenanschlag aufgezeichnet. Ja, und die Resultate zeige ich dann anschließend. Es war erschreckend. Passen Sie auf, wenn zum Beispiel so etwas passiert, plötzlich rot, hey, da stimmt was nicht mit dem Zertifikat, dann bitte gehen Sie nicht weiter. Dann stimmt irgendetwas mit der Verbindung nicht. Es sollte eigentlich so sein, entweder grün oder blau mit dem Schlösschen hinten dran. Oder bei Firefox Chrome sieht das so aus, hier grün, leider nicht mehr, kein Schlösschen mehr bei Chrome und Firefox, aber das HTTPS. Wenn es nicht gut ist, ein Ausrufezeichen. Ich zeige es Ihnen dann noch live, was hier passieren kann. Für uns interessant sind natürlich dann auch immer solche Dinge. Da hatte ich mal Glück bei der SBB, Fehler auf der Webseite und ich wusste dann, was sie für einen Server haben, welche Version das sie hatten. Das war nicht aktuell, die Version. Dann kann ich natürlich entsprechend diesen Apache-Webserver angreifen. Oder hier noch schöner, mit allen Modulen. Und vielleicht haben Sie es mitbekommen, Montag das große Thema, Lücke in OpenSSL. Man konnte also hier sich einhacken in verschlüsselte Verbindungen, ohne dass der andere das mitbekommen hat. Natürlich geschenkt, hier steht noch, welche Version das eingesetzt wird. Super, weiß ich gleich, da kann ich's. Ja, Passwörter, wie sieht das so aus? Ich habe ein bisschen eine ältere genommen. Es geht hier um Zahlen, nicht um Wörter. Es geht um Zahlen, zum Beispiel beim Handy, die Sie nutzen. 1, 2, 3, 4, immer noch sehr beliebt. Sie sehen es da, fast 9000 nutzen 1, 2, 3, 4. Oder auch lauter Nullen, lauter Einer, so die Top-Hitliste. Jetzt haben wir ein bisschen geschaut, was für Gefahren da sind. Jetzt machen wir mal etwas richtig. Wir wollen uns in eine Verbindung einhacken. Wir wollen mitlesen, mithören, was da geht. Dazu stelle ich die Technik ganz kurz vor. Es macht nichts, wenn Sie es nicht verstehen, aber einfach, dass Sie auch den technischen Background haben. Normalerweise in einer Firma stecken Sie Ihren PC ein, der verbindet sich, da hat es einen Switch hinten dran. Der Switch kennt Sie und leitet die Pakete genau zu Ihrem Rechner und nur zu Ihrem Rechner. Wenn ich mithöre, bekomme ich nichts mit, also ich sehe nicht, was Sie machen. Aber jetzt gehe ich hin und behaupte, hey, lieber Gateway, zum Beispiel die Firewall, den Client hier drüben, findest du nicht über diesen Weg, sondern über mich.
und sage dem PC, wenn du ins Internet möchtest, das Internet bin ich und nicht der da. RP Poisoning nennt man das oder RP Spoofing. Das heißt, was ich machen möchte, ist eine sogenannte Man in the Middle. Ich höre mit. Ich leite den Verkehr über mich auf den richtigen Server um. Und dazu nutze ich dieses Tool Kain und Abel. Kain und Abel ist so ein bisschen das Schweizer Sackmesser der Hacker-Tools. Es kam schon die Frage, ist das legal, was da gemacht wird? Für die Kamera, halb. In der Schweiz macht man sich strafbar, wenn man auf Programme hinweist, die einen Schutz knacken können. Es ist aber noch nicht geklärt, wie es im Schulungsrahmen wie hier aussieht. Nur kann ich jetzt nicht irgendeinen Rechner hier nehmen, sondern ich muss das selber machen. Ich habe hier zwei Rechner. Ich habe ein Windows 7 aufgesetzt. Ganz normales Windows 7. Und ich habe eine zweite Maschine, ein Windows XP, damit Sie es unterscheiden können. Das Windows 7, das ist das Böse. Und das Windows XP ist eigentlich der normale Benutzer. Es könnte gerade so gut Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 sein, spielt keine Rolle. Ich habe mich jetzt für XP entschieden, damit Sie die Unterschiede jeweils sehen. Gehen wir zum Tool. Das wäre das. Da hat es auch kleine Programmchen. Vielleicht schon mal passiert, Sie haben das Passwort vergessen, aber die Sternchen stehen noch da. Klicken Sie dort auf Edit Boxes, markieren die Sternchen und Sie sehen das Passwort wieder im Klartext. Oder Sie haben Ihr Wireless-Passwort vergessen. Auch das können Sie dort herauslesen. Oder wenn Sie Ihre Passwörter mit dem Internet Explorer speichern, machen Sie es bitte nie. Dort klicken und alle kommen wieder. Microsoft speichert die Passwörter nicht so toll. Also das sind so gratis Beilagen. Ich gehe jetzt zum Punkt Sniffer. Zuallererst muss ich mal schauen, wer ist überhaupt in diesem Netz. Das ist das Messenetz, da hat es noch zwei, drei Rechner mehr dran, habe ich gesehen. Also schauen wir doch mal, was tummelt sich hier im Netz. Ah, da hätte es noch Apple, entweder sind das Laptops oder könnten auch iPhones sein. Zeixel, tönt auch gut, VMware, ja, das könnte meine sein. Also ich sehe hier schon mal, was tummelt sich hier in der Messe, hier am Kabel. Wenn ich jetzt einen angreifen würde, mache ich mich definitiv strafbar. Darum mache ich das nicht. Ich habe mir schnell aufgeschrieben, das Windows XP, welche IP hat denn das? Und das ist die 2.14. Hier, das VMware. Ich gehe jetzt hin und sage, bitte leite den Verkehr vom Gateway, das ist die zentrale Firewall der Messe Zürich, zu meinem XP, leite doch das über das Windows 7 um. Soll da drüber gehen, wie im Bild vorher gezeigt. Jetzt klicke ich hier noch auf das GIF-Symbol und es geht los. Wo finde ich dann die Passwörter? Ja, die finde ich hier. Ich muss mir nicht mal die Mühe machen, zu unterscheiden, für welchen Dienst ist das. Ich sehe FTP, HTTP. Wechseln wir doch mal zum Windows XP. Machen eine FTP-Verbindung. Geben Sie mir einen Benutzernamen. Sagen Sie mir irgendeinen Begriff. Baum und Auto habe ich gehört. Dann nehmen wir doch den Baum als Benutzername und Auto als Passwort. Okay, ist natürlich nicht gegangen, aber gehen wir mal schauen, was ist hier drüben passiert? Ah, da steht doch plötzlich 1. Und Sie sehen hier die Verbindung zum Server mit dem Benutzername Baum und das Passwort Auto. Habe ich mitgelesen. Gehen wir ins Web. Inzwischen haben sehr viele Anbieter im Bereich E-Commerce ihre Hausaufgaben gemacht. Ihre Website ist nur noch über HTTPS erreichbar.
HTTPS kann ich nicht einfach so mithören. Aber vielleicht kommen wir ja trotzdem ans Passwort. Hier eine kleine Warnung zu Beginn, es geht nicht immer. Ja, es geht. Wurde geblockt, ja, ist mir egal, starte das Ding nochmal. Egal. Klicken wir mal auf Anmelden, Sie sehen auch schön rot. Gehe auf Anmelden, dann nehmen wir wieder Baum, Auto. Baum, Auto. Und wenn alles rund lief, haben wir hier bei einer verschlüsselten Verbindung auf Digitec Baum Auto. Ich sehe sogar, wo das eingegeben wurde. Aber Sie haben gesehen, es wurde rot. Ich zeige es schnell noch im Chrome. Da kommt auch, da stimmt was nicht. Und wenn ich jetzt sage, trotzdem fortfahren, dann ist es passiert. Man sieht auch, es ist durchgestrichen, aber in vielen Firmen wird das Outlook Web Access oder der Zugang genauso angeboten. Es kommt diese Fehlermeldung und man sagt allen Mitarbeitern, ja, das ist richtig, egal, klickt hier trotzdem und es funktioniert. Und jetzt hat sich der Benutzer gemerkt, okay, bei mir in der Firma sieht es ja genau gleich aus. Kommt das da bei der UBS auch so? Ja, ich habe ja gelernt, trotzdem verbinden. Und schon ist es passiert. Ich versuche mal schnell, ob ich diese rote Fehlermeldung auch erhalte beim Internet Explorer. Wir gehen auf das Login von der SBB. Machen wieder Baum und das Auto. Ja, jetzt wird es grün, jetzt hat es nicht funktioniert. Probieren wir es nochmal schnell. Es geht nicht immer hundertprozentig. SBB übermittelt die Daten auch verschlüsselt, aber erst im zweiten Schritt. Also statt dass dann grün wird, wird es auch da rot und man sieht entsprechend die Angaben im nächsten Fenster. Probieren wir es nochmal. Kommt diese Fehlermeldung, da stimmt was nicht. Egal, weiter. Wird zwar rot. Kommt auch die Meldung an, nicht geklappt. Beginnen wir schnell schauen. Da unten. SBB, CH, Baum und Auto. Also das wirklich ganz, ganz wichtig. Wenn es rot wird, gehen Sie nicht weiter. Da stimmt irgendwas nicht. Das Tool könnte noch einiges mehr. Es könnte zum Beispiel auch hier unten Telefongespräche mithören. Nicht gleich live. Es zeichnet Sie auf und Sie haben anschließend eine WAV-Datei. Sie klicken doppelt drauf. Es geht der Media Player auf und Sie können das ganze Gespräch mithören. Auch das geht. Geht natürlich auch mit anderen Tools, wie hier, sehr bekannt für die Netzwerkanalyse, Wireshark. Auch hier gibt es einen Punkt und eine Statistik, VoIP Calls. Dann enthalten Sie entsprechend hier eine Datei, sagen Player und Sie hören das Gespräch mit. Das ist ein kurzer Exkurs. Wenn Sie das Thema interessiert, leider gibt es den Verein nicht mehr. Der Verein Infosurance hatte das Ziel, den Heimbenutzern IT-Sicherheit näher zu bringen. Der wurde aber aufgelöst. Nichtsdestotrotz, die Kampagne, die gibt es noch im Internet. Es wurde verfilmt auch von der Hochschule Luzern. Diese fünf Gefährdungen, die fünf Schritte, aktueller PC, zum Beispiel Virenschutz, Firewall, auf seine Identität aufpassen, Backup machen, ist das sehr schön illustriert. Und falls Sie Peach Weber mögen, er hat das auch auf seine Art umgesetzt, finden Sie da auch den Link. Wir haben in der Schweiz eine Stelle, die sich um das kümmert, das ist die Melde- und Analysestelle des Bundes, Melanie.
die gibt auch Tipps draus. Alle Hochschulen sind dort angeschlossen, verschiedene Banken, und die reagieren sehr schnell. Entsprechend finden Sie da auch weitere Informationen. Die Banken haben E-Banking aber sicher gemacht, geben Sie auch Tipps und Tricks zu diesem Thema. Was ich Ihnen sehr empfehlen kann, ist Geschichten aus dem Internet. Ist vom Bund ein kleines Büchlein. Da haben Sie immer auf der linken Seite einen Comics und auf der rechten Seite Erklärungen dazu mit weiteren Links. Das können Sie bestellen im Buchformat in 4 Sprachen. Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch. Das kommt dann so einem schönen Kuvert mit Schweizer Kreuz und ist nicht die Steuerrechnung, sondern diese Büchlein. Oder Sie laden es als PDF herunter. Geschichten aus dem Internet.ch. Und Security for Kids ist eine Aktion, gerade Eltern, wenn sie nicht das Wissen haben und schon Kinder haben, die rumsurfen, das fängt schon früh an. Das sind Seiten für Kinder. Es gibt Tipps für Eltern, aber auch für die Kinder, was können sie anschauen. Weil genau so dürfte es nicht sein. Sie sehen hier die Passwörter live im Fernsehen. Alle sehen das. Nun gut, das ist aber schneller passiert, als man denkt. Geiz ist ja bekanntlich geil. Man geht im Mediamarkt, kauft sich eine Kamera, schließt die ans Internet bzw. zu Hause an und es läuft. Ja, aber andere können vielleicht auch mitschauen. Da gibt es noch eine Seite, die sammelt das. Das ist diese hier. Klar, da hat sehr viele Wetterbilder, Straßenkreuzungen, was auch immer. Gehen wir mal in die Schweiz, vielleicht finden wir noch was Spannendes. Ah, Ladyfit. Öffnen wir das mal im neuen Tab. Schon der erste Link, sieht spannend aus. Ach ja, und bitte klicken Sie immer auf die Frauen, da kann Ihnen absolut nichts passieren. Man merke meine Ironie. Swiss Federal Institute, klingt doch auch spannend. Office Cam. Ein Restaurant. Ein Serverraum. Super. Noch ein Restaurant, schauen wir das noch an. Okay, wir haben 2, 3. Gehen wir mal schauen, das Ladyfit. Jetzt können wir hier auch gehen auf Livefeed. Wie da blendet auch dort ein bisschen die Sonne. Ja, man sieht heute nicht so viel. Aber wir haben jetzt das Live-Bild dieser Kamera. Also wir können hier echt zuschauen, was gerade läuft. Ja, das sieht ein bisschen... Schauen wir doch noch das Restaurant. Ah, da könnte noch was laufen. Gehen wir auch auf Live-Feed. Ja, da ist wenigstens mal eine Person. Mal schauen, was die da macht. Ja, also wir sehen jetzt gleich hier mit, wie es läuft. Ja. Kann ich nicht beurteilen, vermutlich nicht, dass die das wissen. Die haben wirklich die Kamera angehängt und denken, ja, der Chef kann schauen, wie es läuft, aber das dummerweise gleich im ganzen Internet erreichbar ist. Spannend ist auch hier dieses kleine YouTube-Video. Das ist vor einigen Jahren echt passiert, 07. Hat eine riesen Panik ausgelöst. Plötzlich wird alles hell. Eine Atomexplosion. Das war in der Tschechei. Die Telefone bei der Polizei liefen heiß. Also es gibt wirklich Leute, die schauen sich die Wetterbilder an und haben dann gemeldet, da ist eine Atomexplosion passiert.
coole Kamera, die hat den NEMP, den nuklear-elektromagnetischen Impuls, überlebt. Den Wind nicht mehr, es bläst sie jetzt um. Sie nennen sich ja kreative Hackergruppe, die haben das ins Live-Bild reingetan. Also in die echte Übertragung haben sie zusätzlichen Inhalt reingetan. Ich möchte ein kleines Fazit machen über das Ganze. Sie können sich auch heute noch sicher im Internet bewegen. Der erste Punkt ist natürlich wichtig, der gesunde Menschenverstand. Ich sage immer, klicken Sie nicht auf alles, was die Maus drauf zeigt. Überlegen Sie sich noch, bevor Sie klicken. Da kann schon sehr viel abgefangen werden. Nutzen Sie ein Antivirenprogramm. Auch wenn ich jetzt erschreckende Zahlen gezeigt habe, es nützt. Ein Antivirenprogramm kann Ihnen helfen, einige, halt eben nicht alle Gefahren zu verhindern. Nutzen Sie eine Firewall. Eine Firewall schützt Sie. Hier bin ich ja wirklich nackt verbunden mit der ganzen Messe. Ich habe eine Firewall drauf. Ich will nicht, dass ein anderer da bei mir raufgeht. Weil ist irgendjemand hier verseucht, dann habe ich es auch. Da habe ich keine Lust drauf. Und das macht eine Firewall. Halten Sie Ihre Software aktuell. Das Betriebssystem, wie aber auch die Applikationen obendrauf. Adobe Reader, Adobe Flash, Firefox, Chrome. Es sammelt sich an mit der Zeit. Halten Sie das aktuell. Die Passwörter gehören Ihnen und nur Ihnen. Geben Sie die nicht weiter. Nicht der Frau, dem Mann, niemanden. Selbst mein Kind hat sich schon probiert im Social Engineering. Du Mami, wie lautet das iPhone-Passwort? Nein, es gehört Ihnen. Beachten Sie Sicherheitshinweise. Und da meine ich nicht die, Microsoft hat gesagt, das ist der gefährlichste Virus, den es je gegeben hat. Schicken Sie das E-Mail an alle Leute, die Sie kennen. Nein, das meine ich nicht aus seriösen Quellen. Das andere nennt man übrigens Hoax, Falschmeldungen. Ja, und leben Sie die Sicherheit. Achten Sie auf sich selber, gehen Sie auf sichere Webseiten. Und so bin ich wirklich überzeugt, können Sie sich jetzt wie auch in Zukunft sicher bewegen. Vielen Dank für Ihr Interesse. Sehr gerne stehe ich natürlich für Fragen zur Verfügung, wenn Sie diese noch haben.